Hey, da was geht ab, Leute, Hunger? Hab grad ein bisschen Pause. Und es ist Donnerstag, sprich, es ist wieder Zeit für die neuen Nester. Hab ich mir also angeschaut heute Morgen. Nichts allzu Besonderes, aber kann man schon mal erwähnen. Moment. So. Magma. Die fange ich mir gleich. Also, was habe ich hier gemacht? Ich habe hier in der Pause zwei Arenen gesehen. Wollte ich mich reinstellen. Habe ich auch gemacht. Hab dort zwei gelbe Kumpel getroffen. Zwei Mitstudenten, die auch nichts Besseres zu tun hatten. Habe ich mich hier angestellt, die andere. Da hatte ich echt keinen Bock, die hoch zu trainieren. Wie ihr sehen könnt, Heiterga, Heiterga, Heiterga. Nochmal Heiterga. Echt unnötig. Da müsste ich 8x1000 machen. Dafür habe ich jetzt keine Zeit, weil ich das Video hier drehe. Oh mein Gott, wo sind die Magma hin? Erstmal Anfang des Monats. Überweist Philipp das Geld für die Map. 1, 2 Euro reichen schon. Und 5 Euro, falls ihr in den WhatsApp-Chat wollt. Da fragen mich ganz viele Leute. Die geiern drauf, aber da muss man halt 5 Euro oder mehr zahlen, spenden. Muss ich diesen Monat noch machen? Hoffentlich vergesse ich es nicht. Wenn ja, sorry Philipp. Ansonsten sehr gute, sehr frohe Nachrichten. Als wäre es Weihnachten, als wäre es mein Geburtstag. IVs von 100% Topsy kam heute. Und Radfahrts Ladybar 98. Zweimal. Also Radfahrts 98, Ladybar 98. Aber ist uninteressant. Aber Topsy 100%. Ich war richtig gehypt, ein paar Leute aus dem Chat auch. Oh mein Gott. Einer anfangen, Entry. Oh mein Gott, Magma. Okay. Bis ich mich daran erinnert habe, dass ich schon einen 100% Topsy habe. Deswegen doch nicht so krass, aber allgemein, dass IVs von solchen Pokémon gecheckt werden. Und zwar, weil die Bots halt, ihr wisst, ab Level 30 nur noch dieselben IVs haben. Und es werden halt nur noch die überkrassen Pokémon gescannt. Also gescannt wird allgemein immer. Die kleinen scannen halt, ich nehme mal an, dass es so ist. Und ich schlussfolgere das mal aus den Sachen, die Philipp mir erzählt hat. Und dann, wenn ein geiles Monster entdeckt wird, wird halt ein Level 30, Ü30 Account dorthin geschickt. Der checkt halt dann die IVs, die ganzen Sachen. Und die laufen halt danach noch eine Weile dort rum. Cooldown Phase, keine Ahnung, chillen dort. Und alles, was sie dort in dem Zeitraum, er meinte 5 Minuten danach, noch fangen, werden auch IV-technisch gecheckt, weil das halt Ü30 Account sind. Und das ist halt ein Nebenprodukt. Und dieses Nebenprodukt ist halt für Leute wie mich, 100% IV-Sammler, sehr erfreulich. Also, Shoutout an Philipp, danke dafür. Das freut mich sehr. Die Jagd kann wieder beginnen. Ich hatte echt den Reiz schon verloren, aber so geht's weiter. So, auf Platz Nummer 5 haben wir den Lulpe Park mit Oweis. Also nicht Oweis, Solarstrahl, richtig saftig geworden. Koko war eigentlich immer gut. Lulpe Park auch richtig gutes Nest eigentlich immer. Aber ich persönlich habe so viele Oweis und Oweis Bonbons vom Valentinstags-Event. Habe beim Doppel-EP-Event auch einfach Oweis für die EP entwickelt. Also interessiert mich eigentlich nicht so, aber auf jeden Fall ein sehr starkes, solides Nest. Kann man vorbeischauen. Ich wohne relativ nah, also sehr, sehr nah. Also vielleicht schaue ich vorbei. Ich habe noch einen richtig saftigen 100% Over. Habt ihr gesehen? Vielleicht blende ich es nochmal ein. Schaut vorbei. Dann auf Platz Nummer 4 ein interessantes Nest-Pokémon. Und zwar Raupi in Riem und Oberschleißheim. Ich weiß noch nicht, wie effektiv das sein wird. Also, wir haben gestern noch drüber Scherze gemacht, dass Taubsi-Nest ganz geil wird zum EP-Farmen. Raupi eigentlich dasselbe. 12 Bonbons braucht er nur. Ich weiß nicht, habe noch keine Erfahrung gemacht. Ein Nest-Pokémon nur für die EP zu farmen. Kann man mal testen. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr das schon mal gemacht habt oder falls ihr es tun werdet, wie effektiv das ist. Bin gespannt. Also, das ist, glaube ich, eigentlich das interessanteste Nest. Kann man auf jeden Fall mal testen, wie das so ist, gezielt EP zu farmen an dem Nest. Und 12 Bonbons ist eigentlich echt billig. Könnte ich mir echt effektiv eigentlich vorstellen. Auf Platz Nummer 3 haben wir Pikachus. Olympiapark, Obergehälfte, da war ich schon öfter. Rihorn war da, Feurigel war da. Geht's, checkt ihr ab. Mehr kann ich nicht sagen. Macht's endlich die Medaille voll. Ich habe von vielen gehört, die brauchen nur noch weniger als 100. Das ist jetzt echt machbar. Enttäuscht mich nicht. Dann auf Platz Nummer 2 ist Endivier im Schloss Nymphenburg, der innere Bereich. Ist ein solides Nest. Außenrum ist, glaube ich, Megaplar und Botanischer Garten habe ich jetzt nicht geschaut. Aber Endivier. Das schwerste von den drei Starter-Pokémon hat jetzt ein mittelmäßiges Nest, würde ich sagen. Kann man vorbeischauen. Wer es noch nicht hat,
Ich werde da nicht vorbeischauen. Ich habe schon alle drei. Für alle, die es brauchen, kann ich nur empfehlen. Dann auf Platz Nummer 1 haben wir im Campion Park Teddy Ursas. Das ist echt interessant. Teddy Ursa ging echt nicht zu unterschätzen. Ich glaube, auch das erste Mal, dass er jetzt bei uns zumindest ein Nest hat. Wenn, dann ist es mir davon nicht aufgefallen, aber der auf jeden Fall Platz Nummer 1. Wenn er 2 Kampfattacken bekommt, echt nicht schlecht. Ich versuche da einmal hinzugehen, aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit dafür habe. Ich bin echt gespannt. Das war's mit den Nestern dieses Mal. Bisschen schlechter als sonst, aber man kann sich nicht beklagen. Man kann nicht immer ein super saftiges Nest bekommen. Man muss das Beste draus machen. Schreibt unten in die Kommentare, auf welche Nester ihr euch freut, zu welchen ihr geht, beziehungsweise welche Nester ihr überhaupt in eurer Gegend habt, falls ihr nicht aus München kommt. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt gerne, wie es ab und abonniert mich auf Facebook und Instagram.